Galahad ruiniert euch den Tag. Ei, Karamba. Hä? Boah, der Rückstoß ist echt übel an der Waffe. Weiß nicht, ob ich Nahkampfangriffe machen kann, also ich bin da ein bisschen vorsichtig. Das Getränk, was die haben, ist auch super. Ich trinke mal einen Schluck und zack, ploppen mir alle Kugeln aus dem Körper raus. Oh ja, oh ja, oh ja. Hallo? Ach so, ich habe das schon anvisiert. Das ist ja genial. Bis es rot wird. Boom, 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 boom. Drücke L1, um die Schwarzsicht zu aktivieren. Uiuiui. Warum eigentlich nicht? Das ist eine geile Sache. Und in Deckung. Da hinten ist auch noch einer. Ich wäre vorgerückt, wenn der nicht wäre. Jetzt aber. Boah, gut erwischt. Was haben wir hier so? Sie beide. Sir. Treppe runter. Da brauchen Zivilisten ihre Hilfe. Ja, Sir. Sir, General Lafayette ist nebenan. Soll das ein Witz sein? Gibt es eine einzige Frau in dieser Stadt, die er nicht verführen will? Er ist jetzt dein Problem. Versuch nicht zurückzubleiben. Lafayette. Ah, Monsieur. Ich muss mich um diese Dame kümmern. Marquis. Ihre Aufmerksamkeit wird woanders erfordert. Seien Sie versichert, Mademoiselle, dass mich nur mein Treueschwur davon abhält, Ihre Einladung anzunehmen. Oh, Marquis, Sie dürfen jetzt nicht gehen. Meine Dame, ich fürchte, ich muss gehen. Die Pflicht ruft. Ganz reizend, oder nicht? Ist mir nicht aufgefallen. Das liegt daran, dass Sie kein Franzose sind. Sie sind der amerikanischste Franzose, der mir je begegnet ist. Meine Geliebte ist die Freiheit, mon ami. Ein echter Ritter muss seine Leidenschaften zügeln. Ohne Leidenschaft, Monsieur, kann ein Mann nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Männer, Marquis. Männer, Halblüter, was ist der Unterschied? Vive la liberté! Percival. Seltsam. Gehen wir. Marquis, Sie und Lady Igraine nehmen diesen Eingang. Ich gehe durch diesen und suche nach weiteren Entflohenen. Nehme ich Sie. Sir. Sehr gut, dann legen wir mal los. Immer noch keine Munition für die Hauptwaffe, spielt aber keine Rolle. In der Umgebung von Mayfair. Die städtische Polizei hat nun alle betroffenen Gebiete abgesperrt. Die Sentinels führen ihre Suche aus der Luft fort. Wir alarmieren euch bei jeglicher Sichtung der entkommenen Patienten. Bestätigt. Nichts. Ab nach unten. Bei dem Franzosen haben sie auf jeden Fall in die Trickkiste gegriffen. So stereotypisch, so richtig so. Ah.
So muss ein Franzose sein. Wix. Ich bin im Generatorraum. Lafayette und ich haben beschlossen, uns aufzuteilen. Oui, mademoiselle. Aber ich bin noch nicht auf Widerstand gestoßen. Na, er muss die Kette überqueren. Huiuiui. Ich soll auf den Vorsprung klettern. Na gut. Aber die Kette, die hindert mich am Weiterkommen. Ist der Hammer. Aha, aha. Haben wir so Assassin's Creed typisch so alles rot markiert, ne? Oder soll ich eher sagen Mirror's Edge? Da kann man klettern, da kann man nicht klettern. Schon vergessen? Die Jungs gewinnen immer. Hat das Ganze nicht sogar was mit Lykanern zu tun oder vertue ich mich da gerade komplett? Oh shit, holy fuck, ich kann ja gar nicht reagieren. Wow, das geht ja mal gar nicht. Schon wieder? Och du Scheiße. Das ist ein Fiesen. Ja, diesmal nicht. Kommt eh gleich wieder. Ich kann während des Schießens das nie machen. Dann haut der auch immer so fies ab. Ich versuche den mal wegzupusten. Oder einfach draufballern. So. Da ist noch einer. Ey, was ist mit dem? Ich glaube, der ist noch nicht fertig. So, da haben wir es doch. Oh oh. Oh shit. Ne. Oh, das ist, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist er hin? Du in. Oh Gott. Finish him. So, einer ist noch über. Warten Sie, ich bin fast da. Mach ihn kalt. Na, das auch noch. Monsieur! Was ist passiert? Die meisten sind erledigt. Der letzte ist entkommen. Igraine, die Bogenkanone. Ich gehe auf die Straße und verfolge ihn. Ihr zwei, da lang, Weg abschneiden. Verstanden. Dann komm mal her. Oh, ich muss das Ding ja laden. Jetzt aber schnell. Ich sag doch, das sind Lykaner. Ah, ich kenne mich ja schon so ein bisschen aus in der ganzen Sache. Ich habe keine Chance, der muss stehen bleiben. Die Waffe muss geladen werden. Alter, der ist schnell. Der ist mega schnell. Yeah! Durchs Herz. Haha, genau so. Alles in Ordnung?
Ja. Percival, wir haben die Bedrohung hier neutralisiert. Gut. Mir ist es gelungen, einen der Halbgüter zu erwischen. Wir treffen uns an der Hauptstraße. Bestätigt. Los geht's. Was sollen wir mit ihm tun? Westminster, in die Katakomben. Wir kümmern uns später um ihn. Ah, Sir Percival. Dachte ich's mir doch, dass die Ritter Ihrer Majestät in diesen Tumult verwickelt sind. Wir rechneten mit einem Angriff der Rebellen, Commissioner. Eine elementare Vermutung. In diesem Fall könnte das hier von Interesse sein. Whitechapel. Reine Indizien, natürlich. Für mich ist das ein Beweis. Nun, Indizienbeweise können so ihre Tücken haben. Mein lieber Sir Percival, man hält die Beweislage für eindeutig. Doch verlagert man den Blickpunkt, zeigt alles womöglich auf ebenso eindeutige Weise in eine vollkommen andere Richtung. Bitte, Sie haben mich neugierig gemacht, Commissioner. Nun zuerst die Rebellion und dann dieser Jack und die Rippermorde. Mhm. Und dann das hier. Finden Sie es nicht auch seltsam, dass Whitechapel im Epizentrum all dieser Rätsel zu liegen scheint? Wir gehen jetzt jedem Hinweis nach, wissen Sie? Wir treffen uns in 2 Tagen im Rat. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie Ihre Funde präsentierten. Erwarten Sie mich in Westminster. Hier drüben, Sir. Entschuldigen Sie. Wo warst du? Der Londoner Verkehr. Mon General, was ist mit den anderen Halbblütern im Hyde Park? Wir müssen sie verfolgen. Nein. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requis à un moment opportun. Oui, mon général. Ich werde Ihren Rat beherzigen. Sie werden sicher verstehen, dass dies vorerst eine Sache der Polizei bleiben muss. Natürlich. Hier stimmt was nicht. Die Unterwelt in Whitechapel gewährt der Rebellion Unterschlupf. Genau das beunruhigt mich. Und wieso sind so viele Halbblüter in Bedlam? Manche Dinge müssen wir selbst herausfinden. Ihr habt den Commissioner gehört. Es ist jetzt Sache der Polizei. Ritter überlassen ihre Autorität nicht den Bürokraten. Percival hat recht. Diese Sache muss vor den Rat. Jahrhunderte sind vergangen. Doch unser Orden hat unerschütterlich seine heilige Mission verfolgt. Das Gleichgewicht zwischen Menschen und Halbblütern zu wahren. Dies war das Ziel unseres Gründers, König Artus. Möge sein Name in alle Ewigkeit strahlen. Ist es wahr? Hat der Lordkanzler an Artus Seite gekämpft? Das sagt die Legende. Heute wird dieses Gleichgewicht von einem neuen, ebenso schlimmen Übel bedroht. Der Rebellion. Solange ihr Feldzug der Anarchie und des Schreckens noch andauern kann, wird die lykanische Seuche, die unsere Stadt infiziert hat, immer unerträglicher werden. Der Lord Kanzler stimmt also der Dringlichkeit einer Mission in Whitechapel zu. Whitechapel ist Angelegenheit der zivilen Behörden. Als der edle Artus sich gegen den römischen Kaiser Lucius auflehnte, hielt er sich auch nicht mit Fragen nach der Rechtmäßigkeit auf. Geben Sie mir keine Geschichtsstunde, Sir Percival. Ich habe mehr Geschichte erlebt, als Sie es hier tun werden. Ich erinnere alle Ritter hier, dass diese Gefahr nicht nur von außen, sondern auch von innen droht. Wir müssen gemeinsam wachsam sein. Sonst werden unsere Ränge durch jene vergiftet, die vernichten wollen, was uns heilig ist. Niemand kann sich dem Einfluss der Rebellen entziehen. Sicher will der Lord Kanzler Sir Percivals Loyalität nicht in Frage stellen. Dieser Orden hat Sir Percivals Rat lange Zeit sehr geschätzt. Doch diese Situation erfordert Umsicht und gemeinsames Handeln, keinen Aktionismus. Sir Percival hat recht, Lord Kanzler. Die Situation in Whitechapel erfordert unser Eingreifen. Spricht Lord Darwin mit dem Wohlwollen der Peers? Lord Hastings, Lord Danglars. Das tut er.
Lord Kanzler.